Ja Leute, nicht nur Tante Zeccarelli hat es in Bologna Amore gehabt, auch wir haben uns in das Ragù alla Bolognese verliebt. Hackfleisch, Tomaten und Nudeln. Und das sind nur die Eckpfeiler der Bolognese. Nicht zu vergessen, ein hervorragender Hühnerfond. Ohne dem läuft nichts. Und ja, es gibt bestimmt tausende Rezepte. Aber heute seht ihr unsere Variante. Wahrscheinlich die beste der Welt. Aber mehr davon nach dem Intro. Pasta machen ist theoretisch furchtbar einfach. Es braucht dafür nichts außer Mehl und Ei. Wer sich ein wenig damit beschäftigt, stößt aber auf viele Fragen. Welches Mehl? Wie viel Eier? Ganze Eier oder nur das Gelb? Wie lange kneten? Wie lange rasten? Und gibt es außer den beiden Grundzutaten noch andere, die Pasta vielleicht noch besser machen? Ja, wir haben zu Testzwecken einmal Nudeln mit glattem und einmal mit griffigem Mehl gemacht. Der Unterschied war, wenn überhaupt, nur minimal merkbar. Darum haben wir ein 700er Weizenmehl glatt genommen. Funktioniert für uns am besten. Für den Teig nehmen wir ein Ei für 90 Gramm Mehl. Das reicht für eine Person circa. Und das Ganze dann einfach hochmultiplizieren. Etwas Salz und ob man etwas mehr Mehl dazu braucht, ja, das muss erfüllt werden. Also es ist ganz simpel. Dann 8 Minuten kneten und 90 Minuten ruhen lassen. Ausrollen, schneiden. Ja, und dazu kommen wir dann später. Beginnen wir mit der Soße. 250 Gramm Rind und 250 Gramm Schweinefleisch schneiden und durch den Fleischwolf jagen. Nicht zu mageres Fleisch verwenden, sonst wird das Ragu trocken. Am besten ein Stück vom Nacken nehmen. Kostet zwar mehr, aber zahlt sich am Ende echt aus. Karotten in Streifen schneiden und fein würfeln. Schneidet den Sellerie auch in Würfeln. Und eine Zwiebel in ihre Einzelteile zerlegen. Den geräucherten Wurzelspeck in Stücke schneiden und währenddessen das Gemüse in Olivenöl anrösten und bei niedriger Hitze schön langsam schmoren lassen. Den Speck dazugeben und weiter schmurgeln lassen. Jetzt das Hackfleisch dazugeben und ebenfalls mitrösten lassen. Und jetzt kommt der wahrscheinlich wichtigste Teil dieses Unternehmens. Die Erkundung des Weingeschmacks. Also rein damit ins Glas und ab in die Kehle damit. Nur so gelingt ein gutes Ragù Bolognese. Danach kann man ruhig auch etwas Wein zur Soße dazugeben und weiter schmoren lassen. Das Tomatenmark mit dem Hühnerfond verrühren und stopp, da war ja noch irgendetwas, die Nudeln. Ja, die Pasta hätten wir jetzt fast vergessen. Den Nudelteig in 3 bis 4 Stücke schneiden und mit einem Rollholz und aller Kraft, die ihr besitzt, ausrollen. Und weiterrollen und rollen und bemehlen und umdrehen. Und wieder rollen und bemehlen und umdrehen und weiterrollen, bis ihr zu der gewünschten Stärke gekommen seid. Alternativ kann man natürlich auch eine Nudelmaschine verwenden. Erheblich einfacher und schneller und ziemlich sicher dünner. Aber ja, irgendwie war sie nicht auffindbar oder wir haben noch keine gekauft oder so.
Ja, dann nur noch in Streifen schneiden und fertig ist die schönste Pasta der Welt. Weiter mit dem Ragu. Die Tomaten-Hühnervormischung zur Soße geben und mitrösten. Sieht ja schon echt lecker aus. Den restlichen Wein dann noch in den Koch schütten. Die Pasta in gesalzenem Wasser al dente kochen. Und dann zum Ragu geben. Etwas Nudelwasser dazu und durchschwenken. Zum Schluss noch etwas Parmesan darüber hobeln. Die zweite Flasche Rotwein köpfen. Und die wahrscheinlich beste Pasta alla Bolognese genießen. Molto buono, amici. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder um 08:15 Uhr. Eure Sons of Gastronomy.